Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon X. Die mit mir Blut und... Sag's Fanny oder LP, weil er nicht mehr Let's Play. Ja. Wir machen wieder... Wir bleiben uns im Rhythmus treu. Wir machen ja. Die Kampf-CD Nummer 18. Horrenter Delegator und Dreschpflegerin. Erstmal wieder prüfen. Alter. Ach du Scheiße. Alter, wir sind 10 Level drüber. Ich denke mal wirklich nur Delegator und Dreschpflege. Wow. Metallklauer, Aeroas, Kratzfolie, Toxic. Okay, wer ist schneller? Horrenter. Was? Eine Lizibeere. Das hilft, glaube ich, den Angriff stark. Okay. Das heißt... Wir müssen erst angreifen, glaube ich. Porrenta ist normal Flug, das heißt sogar mit Aeroas wäre am besten. Und wenn es Dreschflügel einsetzt, müssen wir dann... Weinen. Das ist schon ein bisschen ein Boden-Pokémon nur. Ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, dass ein Kalan Stahl-Pokémon gewesen wäre. Aber irgendwie ist es ja gar kein Stahl-Pokémon. Hoffen wir einfach mal, dass es mit Delegator anfängt. Warum können wir nicht Nidratom sein? Dann wäre das Set einfach ausgeholt. Mein Gott. Drück Start. Du kannst das wegdrücken. Oder? Nein. Ey, jetzt Aufnahme ist ja schon ein bisschen her. Ich glaube, wir konnten es nur wegdrücken, wenn wir es schon mal gesehen haben. Ja, das kann natürlich auch so. Nein, ist ja nicht so schlimm. Das erste Mal geht's ja voll klar. Eigentlich, wenn du 4... Rentata! Rentata! Von welchem Spiel war das nochmal der Name? Keine Ahnung, von Pokémon Stadium? Ich glaube, es war ein getauschtes Pokémon. Erstmal Tackentor... Das geht sogar geil. Ha, ich finde wirklich... Was ich mich eher frage, hat mir eine Rundenbegrenzung? Hab ich gar nicht gesehen. Deswegen frage ich mich gerade. Hi! Porrenta taucht wieder aus einer Staubwolke auf. Ach, das ist jetzt, glaube ich, ganze Zeit Delegator und geht erst auf den Dreschflegel, nachdem... Ja... Egal, wir sind physisch definitiv mit Beulenhelm. Aber ohne Beulenhelm, weil es das noch nicht gab, leider. Vielleicht erhöhen wir uns noch einen Angriff irgendwann mit einem irgendwie habe ich gedacht, wir setzen einen Metallklau ein. Das ist aber auch keine schlechte Taktik und damit Dreschpflege alles umbringen. 22. Wollen wir versuchen mit Kratzfolie? Wenn wir dann ein paar Mal treffen. Das Viech hat gleich noch 2 KP. Das ist das Problem jetzt. Vielleicht reicht's. Ja. Auch 3. Der Delegator zieht nicht gleich. Ah doch, 2. Los, Kratzfolie. Steck den Schlag ein. Steck den Schlag ein. Geh weg, Delegator. Ja! Wir haben es geschafft. Wenn, jetzt wäre es traurig, wenn der Kratzfolie aufhört. Ja, ich wusste, dass die Taktik mit Kratzfolie funktioniert. Loser! Loser! Kala ist einfach zu strong. Guck es dir an. Guck es dir an. Sexy Blick. In you bitch's bitch face. Mein Gott, wir leuchten. Das kriegen wir als Belohnung. Wir kriegen... Ein Megablock. Geil. Geld. Ja. Wir brauchen kein Geld, weil wir fast reich sind. Vulkanische Reaktion. Feuerproben mit brennendem Aroma. Ich sag, dass wir irgendeinen Pflanzen drucken oder... Nee. Über 2 Runden. Was? Matschbombe, Tazin, Säurisch, Panzer und Kreideschrei. Ruckzuckip, Jaula, Silberblick und Schnüffer, schön. Stepper-Attacken sind überbewertet, vor allem auf Level 50. Ja. Jährlich, Toxin, Fluch, Kroll. Okay. Okay. Doppelkampf, über 2 Runden, die Wende dann kann. Wenn ich eigentlich... Ich würde sogar einfach Erdbeben sagen. Und Erdbeben. Ja, beide sollten eigentlich den Angriff vertanken können. Oder wie viele Runden haben wir insgesamt? Nee, Doppelkampf. Über 2 Runden haben wir.
Gegenfrage. Überlebt einer von euch das Erdbeben? Warum muss einer von denen das Erdbeben überleben? Bin gerade am Überlegen, wie wir das Gengar... Ich meine, Flammenwurf... Und guck doch, welches Erdbeben hier mitmachen. Und guck erstmal, welches... Ja, stimmt, du musst langsam machen. Erdbeben dann. Und dann Flammenwurf auf Voltenz. So. Ja. Okay. Let's go. Okay. Wir haben schon 3 Sterne, aber fällt 3. Yay! Okay. We can do it. Ich bin so geheilt. Hiepe, hiepe. Oh, ist der alt. Oh. Nur weil er alt ist, ist er scheiße. Nur weil er keine Step-Attacken schießt. Nein, nur weil er scheiße ist, ist er alt. Jetzt verstehe ich. Slimer. Sexy Glibber. Voltenza. Hat Voltenza nicht den Betrohr? Oder kommt das, nee, dann ist er später auf Generation. Nee, auch nur die Mega-Entwicklung. Nein, der Nummer. Ich weiß sogar am Überlegen, vielleicht noch die Explosion zu drücken. Das wäre auch cool gewesen. Dann hätten wir direkt auf Inkseller wechseln können, auf Flamara. Ha, deine physische Verteilung zu senken bringt dir... Wir sind doch in der zweiten Generation, oder? Das war extrem viel Schaden. Und tschüss. Na gut, dass das Voltenza das nicht überlebt, war klar. Jetzt möchte ich den Spielstand mit dem Ding machen. Und... den mächtigen Flammenwurf. Ich würde sagen, fast nichts. Du könntest recht haben mit Flamara. Vor allem jetzt sind wir gedisst, weil jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ha! Geht sogar daneben. Warum? Oh nein! Leben ergibt keinen Sinn mehr. Ja. Boom! Bringt einfach nichts mehr. Oh. Nein, unser Ritz auch so noch besiegt. Ha, wir haben das Level noch rausnehmen können. Oh. Die Gänge ist ein Huren. Huren singt seine Lieder. Hey, ich will Schwabus zweimal rufen. Nur Schwabus, duplizieren dich! Den Irren, ich dachte, das in welche Richtung? Keine Ahnung. Ich glaube, das war Geowatz. Er bringt uns nichts, Fassade. Er trifft so einen Flügelschlag. Ach, nee, schon. Oh. Ich glaube, so das verstehe ich. Du understandst? Ich understand. Und du kannst drauf stehen? Mhm, und wie? Warum willst du auf irgendwas stehen? Warum willst du mich bewegen? Wie wird dieser Test bestehen? Ich habe das Gefühl, dass der Sound trotzdem noch zu laut ist. Ein bisschen leiser stellen. Mir fällt auch auf, oder? Ja, der untere Bildschirm ist ein bisschen abgeschnitten. Yep. Ja. Erstmal in der Aufnahme. Ach, warte. Nein. Oder? Ist der abgeschnitten? Ja. Ja, ein bisschen. Ja, in der nächsten Aufnahmesession. In der nächsten Aufnahmesession ist das wieder in Ordnung. Hier ist es ja nicht so wild, dass unten was fehlt. Erdbeben? Erdbeben und Explosion, hätte ich jetzt gesagt. Mit Rizoros Erdbeben und mit Geowatz Explosion. Das mit Erdbeben könnte sogar klappen, weil ich will Steuerwasser reinschicken. Ja, deswegen, ja. Erdbeben. Und Explosion! Nein, es setzt Yola ein. Das hat in der letzten Runde auch viel getan, weil sein physischer Angriff von Ruckzuck hier, glaube ich, was?
viel zu stark war. Mhm. Explosion! Kein Bock mehr auf euch. Hey, die Explosion nimmt man über das Slime auch raus. Geil, ist der Demo richtig unnötig? So in etwa, ja. Ja, also. Ich wusste es, wir hätten den Flammenwurf drücken müssen. Mhm. Ich werde damit gerechnet, dass die Explosion... Ja gut, die Explosion fackelt wieder um die Verteidigung. Aber wiederum ist auch nicht sehr effektiv. Aber wiederum hätte ich so eine Steck von 250. Explosion! Nein, nee, Erdbeben. Gucken, Flammenwurf, weil wir müssen angreifen. Flügelschlag. Vielleicht vergift, verbrennt uns. Nee, verbrennen wäre echt scheiße. Bitte verbrennen uns. Dann haben wir denn nicht normalen Angriff bei Adrenalin? Falsche Richtung. Nein, nein, wir haben immer noch den Doppel. Deshalb ja. Spielt man es ja auch mit diesem auf. Ich dachte, weil Fassade nochmal die doppelte Stärke macht. Ne, auch wenn wir zweimal den Flammen aufgedrückt hätten. Hat zwischen den Spielern. Es sah so aus, als ob der Skenger noch gewinnen könnte. Wow. Na, lass mal überlegen. Die Explosion sieht schon richtig aus, aber wir können, wenn Explosion kommt, nicht auswechseln. Gab digitale Menschen, digitale Menschen. Auf jeden Fall Explosion nimmt beide raus. Slimer und Voltent. So. Aber was kann denn Flamara denn? Ich bin gerade überlegen, Rizos kann Toxin. Willst du vergiften? Unser Pokémon. Stimmt. Du hast doch Adrenalin als Fähigkeit, oder? Feuerfänger bringt nichts. Weißt du, kommt drauf an, es hat 135 Angriff. Oh ne. Wir vergiften einfach unseren Schwalboss. Du bist sogar mäßig, glaube ich. Ne, robust, aber hast einfach mehr Spezialangriff. Und wahrscheinlich auch Spezialangriff Investment. Aber wir vergiften einfach unser eigenes Pokémon, das ist schon in Ordnung. Es ist so ein Toxin. Ja, es ist wie. Das eine von Toxin das andere nicht. Du sprengst die Obers in die Luft, weil das ja schneller ist. Und stimmt, und dann mit Toxin in deine Richtung. Ohne mich, wärst du stundenlang jetzt hier am explodieren. Nein, nicht schon wieder der mächtige Jaula. Jaul. War das jetzt schon wieder Cyberpunk? Ja, so. Warum ist es dann vulkanische Explosion? Das ist voll tricky. Ja, weil das Explosion ist und vulkanisch... Und Kratos. Kratos, ja. Taktik ist daneben gegangen. Funktioniert dann naja, auch. Naja, man könnte ja immer noch gewinnen, wenn man den Hitzerklar verwendet. Weil ich glaube, speziell ist ein bisschen besser. Ja. Er will auch, hat gerne auch noch ein bisschen Spezialverteidigung. So, erstmal Flamara vergiften. Ja, hat ja Adrenalin. Mhm. Los, Gengar! Gengar! Toxin geht daneben. Nee, Toxin kann aber nicht daneben gehen. Ja. Hat das immer nur... Hat das 90. Immer... Ja, aber auch scheiße, wenn es daneben gehen würde. Nein, unser Schwalbus wurde vergiftet. Ihr Schweine! Oh, wir haben es vergiftet. Wir Schweine. Wir Schweine. Flammen, den mächtigen Flammenwurf und den Flügelschlag auf Todesdoom. Nein, nicht den Irrlicht. Jetzt können wir mit unserem physischen Angriff nichts mehr machen, Raphael. Oh, no. Wir
Wir können uns nicht mehr mit Erdbeben sehr effektiv treffen. Guck mal, in der siebten Gen wäre das Rätsel viel einfacher. Du bist einfach Erdbeben. Wow, wir machen immer noch nicht genügend Schaden. Wow. Okay, Flanagan muss raus. Aber wodurch stirbt unser Rizaros? Wir haben ja nichts bei Rizaros. Wir haben Toxin, Flammenwurf, Schuss und Erdbeben. Geowatz, Erdbeben nimmt es nicht raus, Geowatz. Ja, würde das Erdbeben vor... Guck mal, wie hoch der physische Angriff von Rizaros ist. Je nachdem, wie hoch der physische Angriff von Rizaros ist, kannst du ja mit Rizaros Erdbeben drücken und... nee, dann würdest du der Geowatz auswechseln, das bringt ja nichts. Sogar niedriger. Ja. Wir können es halt nicht auswechseln, das Witzer, was ist das Problem? Frag das Geschenk in Priya, in der Fremde getroffen, das heißt, wir haben unser Evoli gerade umentwickelt. Nein, wir haben es entwickelt, nicht umentwickelt. Stimmt. Dabei war was. Oh. Das Blöde ist... Hätten wir eine Runde mehr, könnte man sogar was machen, aber so. Tja, dann wird es mal Zeit, ein bisschen was zu testen. Zeigst du einen, Nee, ich glaube nicht. Also ich würde keine Explosion oder Erdbeben tanken. Ich denke, das sieht Slime auch. Du weißt, dass wir ihn mit zwei Runden haben. Mhm. Okay. Jetzt denk mal drüber nach. In der ersten Runde verschwindet eins und in der zweiten eventuell mit Hitzekoller beide. Dann lass uns gucken. Weil Flamara ist wahrscheinlich schneller als Geowatz. Das reicht nicht. Bist du langsamer als hier? Oder? Ja, wenn es langsamer ist, dann stirbt das durch den Herz. Ist aber schneller. Dann... Ja, 125 Defensive. Und sehr effektiv. Tagt gerade so den Erdbeben. Also will ich wenigstens noch testen, wie steht Gengar zu... Hä? Du hast jetzt auf Gengar den Risikotackle eingesetzt. Hab ich wieder vergessen. Machst du den André? Was kann man denn hier als Hilfe ansehen? Ich kann ja einfach mal gleich auf Hilfe klicken. Vielleicht kriegen wir einen Hinweis, der sinnvoll ist. Du hast 4 Pokémon. Verwende sie. Nein. Warum vergiftet die scheiß Matschbombe eigentlich immer? Nein, das ist immer nur in der zweiten Runde ein. Deswegen. In der zweiten Runde ist halt zu spät. Mal guck mal. Das ist ein Pokémon, die Fähigkeit Feuerfinger wird es. Das Blöde ist, es bringt uns nichts. Ja, wir
wir haben eine Runde eigentlich zu wenig, weil das Gengar wird kein Irrlicht auf uns einsetzen. Und kein anderes... Drück mal nochmal auf Hilfe. Auch seine Feierattacken nicht. Oh, nochmal Hilfe. Vielleicht gibt es noch einen anderen Hinweis. Weil irgendwie kann... Uns fehlt genau eine Runde dafür dann. Oder ich muss mit Explosion. Warte. Und dann muss ich Flammen rausnehmen. Ja, Flammara Flammenwurf. Stimmt. Ja, mit dem Hitzekoller und dem Flammenwurf auf Gengar. Das wäre auch eine Möglichkeit. Blöder alter Mann. Hättest du... Da hätten wir eine Runde mehr, wäre schon längst vorbei. Was passiert, wenn ich Dingens sacrifice? Was denn? Das Ding sacrifice, weil das hat das Ding doch immer ein Rizeros, also den Irrlicht. Ja, aber das kannst du nicht, weil Gengar erst in der zweiten Runde reinkommt. Nee, nee, es kommt ja mit in der ersten Runde. Ja, aber in der zweiten Runde greift es erst an und wenn wir auswechseln auf Flammara, wird er kein Irrlicht machen. Mach erstmal das, was wir geplant haben. Flammenwurf auf Geowatz und Explosion. Auf Geowatz? Ja. Stimmt! Oh, willst du mir jetzt nicht sagen, ich dachte irgendwie auf Irrlicht warten. Oh, oh Raphael. Was haben wir denn denn für einen Wurf? Jetzt fällt es mir jetzt auf. Oh. Siehst du, wie schon gesagt, du wirst eine Stunde lang nur am Explodieren sein. Explosion! Ich dachte, das ist jetzt sogar 10 Minuten explodiert. Ja, ich bin überwältigt. Bitte tot wäre geil. Also nee. Ey, wir haben geschafft, 2 Rätsel zu machen in einem Part. Nur wenn man einen. Noch eins. Schon wieder 43 Minuten. Nein, nein, diesmal knacken wir die Stunde. Es wird immer mehr, Leute. Los, Flammen. Ja gut, die Rätsel werden auch nicht leichter. Wir sind ja schon auf 3 Sterne von 3. Nein, von 5 an. Das ist genügend Platz zu sein. Flammenwurf. Oh, Feuerwurf. Scheiß Flammenwurf auf Gengar. Ja, stimmt. Weil ich meine, das deckt sich ja nicht. Ihr nicht. Auf Flammara. Das wäre schön gewesen. Ist doch ein Blitzfinger, oder? Leider nein. Burn. Baby Burn. Bam! Nein! Man muss sogar den Flammenwurf danach draufdrücken. Genau so viel Spezialvorteil weiter, das ist super. Oh, Gengar. Alter Mann, du bist tot. Du warst sogar überlevelt. Na, 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 das geht ja mal gar nicht. Wie? Gar nicht? Gar nicht. Dann kannst du gar nicht gar. Aha. Dann kannst du kein Yoshi's Full World spielen. Oder Kirby's? Ja, aber das Spiel war nicht gut. Oh doch, und wie gut das war. Wir haben... Oh, geilen Feuerheiler, Geld! Das wollten wir schon immer. Geld oder einmal den Weg zum Pokémon-Center sparen. So, Hundemann soll stürzen. Künstler, wechsle schnell die Garderobe. Hundemann soll stürzen. Wir haben 4 Runden Zeit. Was kann das? Energiefokus? Ja klar, mit Spiegel gibt es ja eine Psycho-Attacke. Und beziehungsweise Knirscher ist ja speziell. Konter mit Finsterfaust, da kann ich schon mal rausholen. Ja. Grimasse Schutzschild, Energiefokus Erholung.
Ja. Nö. Das ist brutal, das ist ein kleiner Buchen. Es kann einfach nichts. Der Abschlag. Oder wollen wir mit Finsterforce auf Barnett gehen und Brutalander auswechseln? Ich denke mir lieber... Das macht keinen Unterschied. Brutalander macht nichts. Ja, aber Zwirrklub macht weniger als Hundemann. Hundemann kann Knirscher draufprügeln. Ja, aber Brutalander kann nichts. Ja, was soll ich mit dem Ding machen? Das immer muss noch, da stehen bleiben. Aber immer noch Finsterfaust macht mehr als eine Grimasse Schutzschild und so einen Scheiß. Ja, aber ich hab den Knirscher. Oh, schlag doch mit zwei Pokémon. Schlag doch mit beiden drauf als mit nur einem. Wechsel einfach auf. Ja? Ja. Mhm. Darf ich dich erinnern, wer hier steht? Ja, und dann gießt du gleich dann auf den Eis. Nee, ist auch speziell. Ja, ist alles speziell. Du gehst ja nicht auf die Fensterfaust. Du gehst mit der Fensterfaust nur auf das Barnett. Quatsch, ich gehe mit Eisstaub und Brutalander. Warum? Mit Eisstrahl auf Brutalander, dann stirbt das Ding und dann habe ich Hundemann. Dann kann ich mit beiden draufkloppen. Oder du wechselst Brutalander aus? Wie denn? Ach stimmt, das ist ja der Wegsperre. Sag das doch! Das hab ich dir doch... Ich hab doch das Team gezeigt. Ja, und? Aber ich vergesse Wegsperre gerne mal. Weil wohin genau, das ist das, was dir am ersten auffällt. Nein, weil wohin genau weiß ich, scheiße, jetzt musst du aufpassen auf Konto oder Spiegelcave. Nein, da fehlt mir ein Fuck. Ich denke da mal an Bloody Platin. Ja, aber ich weiß gerade gar nicht. Ist bei uns wohin genau gestorben? Keine Ahnung. Wenn nein, ich musste dort trainieren und das war anstrengend. Warum trainierst du auch bei Ruinen? Das ist doch bescheuert. Sie waren da Level 16, man konnte gut trainieren. Du warst jung, unerfahren und du brauchtest die Erfahrungspunkte. Halber nett, ja. Ja, aber mit Abstand verlieren wir unser Alter. Welches? Den Ebonien. Haben wir nicht. Und? Aber wir würden es verlieren. So, danke für den Bedroh. Der bringt überhaupt nichts. Du darfst sogar Grimasse einsetzen. Ich weiß es nicht, besser als nichts. Ich denke mir gerade auch so. Was sehen wir die Grimasse-Animation dafür? Aufs Barnett würde ich sogar machen, eher. Begrenzer. Wie auf Barnett. Damit es auf jeden Fall vielleicht langsamer ist als unser Zwirrklub. Stimmt. Ice Beam. Tschüss, Brutalander. Grimasse. Mach mal Grimasse auf. Oh, wow. Geht ja wirklich die Grimasse daneben. Oh, nein. Nein, das ist... Das hört hier wie getürt. Das waren 12. 12, Raphael. Der Bodyguard. Nein, jetzt können wir es nicht mehr ihr lichten. Eins. Also, das geht in die falsche Richtung. Zwirrklub. Oh, das ist total an der Tod. Ach, niedlich. Ach, wie traurig. Was ja in unserem Thumbnail vom ersten Part. Ja, reicht ja. Wir haben unseren Starter getötet. Er war auch scheiße. Knirschaut ruhig genau. Und Finsterfaust aus Planete. Den mächtigen Knirscher zum Guten. Am. Oh, das war echt wenig Schaden. Abschlage. Warum haben wir den Schwächenschutz nicht brauchen? Finsterfaust. Ja, nachdem du jetzt tot bist, kann ich mit beidem auf ihn genau gehen. Und dann gehe ich mit beidem auf Isso. Er ist jetzt zu... Ja, stimmt. Isso. Ha. Dann mach mal. Versuch es. Oh, ehrlich. Hast du Feuerfänger? Bringt nichts, aber wenn ich kann... Oder? Nein, der Knirscher ist doch stärker, oder nicht? Ich nee. Oh ne, Frühwecker. Ja, ich wollte nur mal wissen, so. Okay. Ah, Knirscher, Finster, Faust. Wir müssen das vorhin genau töten, das hat zu viel KP. Om nom 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 nom. Eigentlich ist sogar egal, welche Richtung wir jetzt angreifen. Ha!
Gut, dass du findest, aber aus physisch ist. Es hätte eine Runde vorher kommen müssen, dann wären wir nämlich noch auf das Isso gegangen. Aber ich glaube, das Isso sollte gut klappen. Da wäre jetzt voll traurig mit das Isso bei dem ein Kaffee. Fokusband. Extra um den Spieler abzuwacken. Du hast es zwar geschafft, aber der Fokusband hat sich aktiviert. Oder so. Langweilig. Hey, der Finsterfaust geht jetzt auf die alte Lady, den will ich noch sehen. Nasenbluten in dein Gesicht. Hey, wir haben genau 30 Minuten. Ja, also müssen wir jetzt noch eine halbe Stunde verquatschen. Also. Also wie bei den Tag. Ja. Geil. Was für ein Geschenk bekomme ich? Aufwecker! Ja. Hat irgendwie nichts damit zu tun, aber... Na gut, wir hatten Frühwecker, wir hatten Erholung. Und das war's auch schon wieder. Ja. Okay, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Im nächsten Part geht's dann... wieder Duellberg-Action. In der Woche. Ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss.